Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Wie ihr seht, wir sind immer noch vor diesem... Ja, vor diesem Haus, wo dieser eine komische Typ uns ansprechen wollte. Und ich würde mal sagen, ohne groß zu warten, gehen wir da mal rein. Thank you for accepting summons. I, Banner, Chairman of Argentum Trade Guild. Pleased to make your acquaintance. Me hear from Popodin that friend is salvager of some renown. That being case, I have dintsy-winsy thing to ask of Rex. A request straight from the chairman. Reward is 100,000 gold. 100,000? Friend here, right? Actually... That just the advance. Another 100,000 provided upon completing job. 200,000 gold in total? I must be dreaming. I'll do it. I hereby swear to use every skill I possess to ensure this job is successful. I promise I won't let you down. You agree without even hearing details of job? Oh, right. What kind of job is it? You really have skills for this. Of course, I'll be fine. Nah, if you say. Here, crew will explain the task. Bring them in. Sir. Drivers and blades. Whoa, they look so cool. So, there's something that we want to haul up. There were some current shifts. It showed up in an uncharted area, but it's a long way down. Nice. I like a good challenge. Banner offered to assemble a team of veterans for this job, but this crew very picky. They want small, elite team, and only from Letheria. That, when Banner have stroke of genius, should hire Rex! Ha ha! You made the right choice. A child salvager. Jin, don't tell me we're gonna have to hire some babysitters for this outing, too. What the hell? You look as much like a kid as I do, lady. At least I wouldn't wet myself for the promise of a measly 100 grand. What are you trying to say? Rex, was it? I implore you to excuse my lady's discourtesy. Dromark, what have I told you about speaking for me? Drop it, Nia. Though I do see your point. In any case, it should be easy enough to make sure. What? What are you playing at? Well. Malos, what good is it beating up a kid? You said it yourself, didn't you? What if the kid's not up to it? I said nothing of the sort. You did think it, though, right? And anyway, now we know. You'll do right enough. Though you don't look like a driver. Where'd you learn those arts? Gramps showed me a thing or two. Even when I was little. That was his idea of playtime. Well, you've got some skill, I'll give you that. Guts, too. Kid, you better work hard. My friend
friends are such rowdy bunch. Here is advance. Use to buy what gear you need, then go to dock on starboard. Banner has arranged excellent vessel for you there. You got it. Na, wer solche Freunde hat, der braucht auch keine Feinde mehr, oder? Ja, was jetzt? Oh Gott. Yeah, wir haben 100.000 bekommen. Was können wir damit Tolles machen? Bücherladen, Schminkstudio, nee, Honigfarbe. Da kann man schon was zu essen kaufen. Auch Süßigkeiten. Spieleparadies? Nee. Instrumente bringt mir, glaube ich, auch nichts. Und wo muss ich... Ach, ich glaube, ich muss da hinten hin. And that about covers it. All right, I'll see you later. Should be back in a day or two. Take it easy, Gramps. That does not about cover it in the slightest. Why would you take a job you know nothing about? You don't even know who your employer is. This came straight from the chairman, remember? What more do you need? Anyway, I'm off. You can take a nap while you wait. Hey, come back here, will you? Rex! Okay, also. Auftragsvorbereitung. Na toll. Das klingt schon wieder sehr, sehr ja. Ja, ich habe eine Mission angenommen. Das ist schon mal sehr gut. Kleinere Nebenmission und die Haupthandlung, ja. Okay, also diese Tipps sind schon so ein bisschen für RPG-Neulinge das Ganze gehalten. Finde ich schon mal auf eine Art irgendwie cool. Anderer kann das aber auch sehr nervig werden. So, wo müssen wir denn jetzt verdammt nochmal hin? Glitzy Glitzy stand. Klingt auch interessant. 5000. Ach komm, wir haben 100.000. Komm, das einmal. Okay, also wirklich, das ist... Nee, nicht Charaktere, Inventar war das. Oder? Charaktere? Ausrüstung.
Gut, da haben wir schon mal die erste Rüstung quasi angelegt. Es ist für, also wirklich sehr wie für Anfänger gemacht, dieses Spiel. Das ist ja unglaublich. So, jetzt reden wir hier mal mit der Lolo. Ja, woher haben wir wohl so viel Geld? Okay, also suchen wir diesen Max, der unser Geld da sonst wohin bringt. Hey, was ist das? When did it get so late? Stufe 1, Monster. Ja, wo ist denn dieser Max? Ach, okay, der ist irgendwo auf der anderen Seite vom Wasser. Hilfskerne. Da ist Max. Schick mir mal 90.000 Gold. Moorwolkenhai haben wir bekommen, das klingt auch mal wieder. Oh. Was ist das denn für ein lustiges Vieh? Okay, also jetzt sollen wir von diesem kleinen, knuffigen etwas irgendwas testen. Dann tun wir das doch mal. Nagelneuer Zylinder. Ein Silberzylinder, okay. Was kann der? Ein Bergungspunkt, okay. Na dann. Schmeißen wir uns doch mal hier gleich mal an so einen Haken ran
Und uns mal so einen Silberzylinder. Time for some treasure hunting. Wer sagt das? Onwards. I'm back. Miss me? Okay, das ist die Ausbeute. Warum schmeißt ihr diese Kiste so weit weg? You're all mine. Bestimmt so ein Krebs drin wetten. Oh, nicht doch nicht. Ja, haben wir gleich wieder ein bisschen Geld gemacht. Das ist auch geil. Reden wir mal mit ihm. Boah, der war super. Na toll, normale Zylinder. Aber immerhin drei Stück, okay. Na, jetzt dürfen wir nur Fisch einkaufen. Das wird ja richtig. Da kriege ich Zylinder, da kriege ich Hilfskerne. Ja, wo war denn dieser Fischi-Fischi-Lern? Den haben wir doch schon gesehen. Den Fischi-Fisch. Was bist du für einer? Nee, das ist es auch nicht. Auch nicht? Wir standen doch schon mal vor diesem Laden, der sich Fischi Fischi nannte, oder? Täusche ich mich da jetzt mal wieder? Der Waldsalon. Da ist er doch, Fischi Fischi. Gönnen wir uns das mal. Na, guck mal, da haben wir auch gleich die Vorbereitung abgeschlossen. Läuft, würde ich mal sagen. Vor allem, wir haben nur 40 EP dafür gekriegt. Das war knapp. Aber erstmal gucken, was dieses eine da ist. 6, so. Da, Isolde. Reden wir mal mit Isolde. Okay, das sind neue Questgeber.
Na toll, wir sollen jetzt die Waren von denen. Nein. Denn wir wollen eigentlich ins Bett. Also ich suche jetzt jedenfalls noch das, wo wir eigentlich übernachten sollten. Noch weiter höher. Nee. 30. Ach, da ist es. Deswegen machen wir auch hier erstmal einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Xenoblade Chronicles 2.